Hallo meine Pucke-Freunde, Pucke-Netten. Viele von euch erwarten jetzt bestimmt, dass ich hier die Folge jetzt abspiele, aber das Problem ist, diese Folge, die ist sehr asynchron und wenn ich das meine, dann meine ich das im übertriebenen Sinne. Denn irgendwie ist alles kaputt geraten, die Audio ist da und das Gameplay ist anders und es ist beides die gleiche Datei und die andere Datei ist einfach auch noch mit der Audio anders. Irgendwas hat da mega kurz gelaggt in dem Video und zwar mehrmals und da ist dann irgendwie die Audiospuren hin und her gerast und ich kann das einfach nicht mehr. Ich habe alles versucht, ich kann das Video aber jetzt eben so gesehen Zeitraffer mal abspielen so ein bisschen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Das ist dann die Folge für heute. Ich werde dann als Entschädigung vielleicht in der nächsten Folge auch noch hochladen. Die Sache ist, in der nächsten Folge ist das zwar auch so, nur es hat nur einmal gelaggt und nicht fünfmal oder so wie in diesem Video. Und wenn ich das jetzt doch alles hier machen würde, in diesem Video, was ich jetzt gerade, wie ihr gerade seht, hier das Bild, wären wir noch morgen hier. Also ja. Das andere Video, das habe ich aber schon, aber das einmal die Audiospur anders ist. Das habe ich nicht nur einmal, also ich glaube, das kann ich noch. Ich hoffe es, ansonsten komme ich nochmal an mit so, hey, tut mir leid, dass das Video nicht kommt. Aber dieses Video hier ist eh nicht so wichtig, ist eh nicht so ganz viel passiert. Und zwar einmal hier, bla bla, haben wir hier ein paar Kinder bekämpft. Wir sind von Lavania nach links gegangen, auf die Route. Sandala und Satze haben gekämpft, haben da ganz viel gekämpft. Dann bin ich da kurz angegangen, habe gesagt, nee. Das ist nur abgezogen, das gehen wir nicht. Spiel ist eh viel zu einfach, deshalb brauchen wir das nicht. Und dann kämpfen wir hier. Ja, es ist halt traurig, aber die nächste Folge, ich hoffe, die kann ich noch richten. Und ja, es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Bla bla. Dann kämpfen wir halt gegen die ganze Ecke. Hier habe ich hier Nidorina wegen ihrem Aussehen kritisiert, weil sie aussieht wie ein Schwein mit großen Ohren und dieser Schweinenase. Habe ich noch ein bisschen kritisiert, wieso sind die alle in einer Reihe, das ist doch voll langweilig, voll deplatziert. Ja, da haben wir noch ein bisschen gekämpft, die Folge ist schon fast vorbei, also schon gleich vorbei. Da kämpfen wir noch mal gegen den Typen. Gegen ihn kämpfen wir noch mal. Die Folge ist schon fast zu Ende. Da gehen wir da rein. Der hat Durst. Der lässt uns nicht durch. Und dann gehen wir hier lang. Nach unten. Und gucke mich noch ein bisschen um. Der sagt das Gleiche. Ich hab Durst. Bitte gib mir was zu trinken. Sonst kannst du nicht durch oder sowas. Dann sind wir hier in Prismania City angekommen. Haben mit denen geredet. Halte dich aus die Rockets Angelegenheiten heraus. Sagt er dann. Und ansonsten habe ich nur die Musik genossen, habe ein bisschen rumgelaufen, habe ein bisschen was erzählt. Habe mit denen allen geredet. Hier natürlich mit meinem Freund. Der sagte nämlich, wenn ich ein Fahrrad. Ups, ich spur ein bisschen vor, so ganz leicht. Ja, wir waren da halt auf jeden Fall drin. Und hey, komm, zeig mir die Zähne mit dem Typen. Wenn ich ein Fahrrad hätte, würde ich den Radweg benutzen. Ja, die Pokéflöte, die weckt Pokémon auf mit irgendeinem, mit nur, keine Ahnung, was er labert, auf jeden Fall, ja, es ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ab hier hört auch irgendwie eine der beiden Tonspuren auf, keine Ahnung, und ab hier ist das wieder dann vorbei. Ja, ich weiß, ist ein bisschen blöd gelaufen, aber anders geht das jetzt halt nicht und ja, ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Jetzt wisst ihr so in etwa, was passiert ist. In der Folge ist nicht so ganz viel passiert. Die nächste Folge werden wir auf jeden Fall Stadtbummel machen. Und ja, die nächste Folge, die werde ich auch schon mal bearbeiten nach diesem Video, was dann online gekommen ist. Und ich hoffe, ihr könnt das so gesehen als richtige Folge 17, glaube ich, sind wir schon, sehen. Ja, ich hoffe, es war nicht so schlimm. Und ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ja, haut rein und bis zum nächsten Mal, falls es das nächste Mal gibt. Ich hoffe auf jeden Fall, haut rein und ciao.